Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, wir spielen Ouija, ein Game von Itch.io, ein Free-Game, das vor kurzem rausgekommen ist und es sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Ich stehe einfach auf diese Ouija-Games. Wir haben ja vor einiger Zeit das The Ouija-Board gespielt und das fand ich schon ziemlich cool. Jetzt bin ich mal gespannt, wie cool dieses Kurzgame ist. Ich würde sagen, wir starten in das okkulte Vergnügen. Mal sehen, was uns das Board sagen wird. Play. So, ich glaube, es geht nicht sehr lang, das Game. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Richtig, schleudert den Bösen, pushen zu Boden. Mein Gott, das sieht so wohnlich aus. Das sieht so wohnlich aus. Das ist genau die Beleuchtung, die ich nehmen würde. Einfach die gelbe Ananaslampe. Die habe ich mir extra von Ikea ausgesucht. Das ist großartig. Wir haben es 11:30. Perfekt. Perfekte Zeit für okkulte Dämonenbeschwörung über das Ouija-Brett. Das ist super dunkel. Das ist super dunkel. Was haben wir hier noch? Mein Gott, ein Doppelbett für mich und meine Frau. Das ist meine Frau, das ist die lockige Lisa. Die lockige Lisa ist jetzt meine Frau und die schläft mit mir neben den Kartons hier in dem Bett. Großartig. Was haben wir hier? Natürlich ein Kreuz. Oh Christus, bist du auch bei uns. Ich würde sagen, wir benutzen dieses Ouija-Board, um die wichtigsten Fragen des Lebens zu stellen. Na, ist jemand auf der anderen Seite? Hallo? Hallo? Aha, gut, wir haben erst so eine Kerze angezündet. Das ist auch gut, weil sonst hätte ich nichts gesehen in diesem Game. So, die wichtigste Frage zuerst. Ist jemand da? Super schnell, der Geist. Geist ist super schnell. Das ist ein Schnellschreiber. Und jetzt aber müssen wir uns genau überlegen, welche wichtigen Fragen wir stellen. Zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens? Wie bist du gestorben oder... Wo finde ich in Oberbayern einen ruhigen Platz für Geschlechtsverkehr? Nein, 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 doch, doch. Wo finde ich in Bayern einen ruhigen Platz für Geschlechtsverkehr? Ich sehe, die wichtigsten Fragen werden uns leider wieder unbeantwortet bleiben. Dann fragen wir eben nach dem Namen. Was ist dein Name? A. A wie Anus Gaul. Nein, B. Ach, das ist sehr enttäuschend. Abigail. Abigail. Kannst du es fertig schreiben? Abigail. Das ist nur die Abkürzung für Anus Gaul. Das ist ein wunderschöner Mädchenname. Ich wünschte, ich hätte Dutzende Töchter, die ich Anus Gaul nennen kann. So. Wie alt bist du, Anus Gaul? Oder viel wichtiger, ist deine Oberweite 34D? Ist nur schüchtern. So, wie alt bist du? 1, 7, 17. Mein Gott, viel zu jung. Viel zu jung, um schon tot zu sein, wirklich. Wie bist du gestorben? Warum bist du so jung gestorben? Kannst du nichts anderes tun, als sterben in deiner Jugend? Furchtbar. Sie ist umgebracht worden, oder? Lass mich raten. Lass mich raten. Sie ist bestimmt nicht am Born-in-Eintopf erstickt. Oh, sie ist umgebracht worden. So eine Überraschung. Das hätte ich nie gedacht beim Horrorgehen. Das hätte ich nie gedacht. Erinnerst du dich, wer dich getötet hat? Zum Beispiel eine Baby, die quer in deinem Hals gesteckt ist. Tödlich, absolut tödlich. Warte mal, können wir uns hier umschauen? Ist schon irgendwas Unheimliches passiert? Da brennt Licht da draußen. There's a light. Nein, hör auf zu singen. Auf zu singen. Weil das sind überall irgendwie Lichter. Nee, irgendwie passiert hier nichts. Na gut, wir fragen einfach weiter das Board. So. Erinnerst du dich, wer dich getötet hat? Antworten Sie jetzt. Nein. Ja gut, dann ist es halt auch wurscht. Dann bist du halt einfach so tot. Vielleicht war es wirklich die Beefy. Erinnerst du dich, wie du gestorben bist? Erstickt an der Beefy. Nein, das passt nicht mit P. P-A? Pi? Ach, painful? Der Schmerz. Mein Gott, schmerzlich war der Tod. Das tut mir furchtbar leid. Tut mir furchtbar leid, liebe Abigail. Ich meine, Anus Gaul. Weißt du, wo du im Moment bist? Tod? Ja? Ach, Dark. Es ist dunkel, okay? Dunkel. Oh Gott.
kommt das Dark Corner raus. In der dunklen Ecke. Ach so, dunkel und kalt. Ja, ja, das ist da dunkel und kalt. Tut mir leid, wir haben dir leider keinen Platz in der Sonne im Paradies reserviert. Du hast leider, das passiert leider bei allen, die mit einer Befe im Hals ersticken. Die kommen nicht in den Himmel. Das ist... Nein, nein, hör auf den Geist zu mobben, wirklich, die mögen das nicht. Bist du auf die andere Seite gekommen? Dann wäre sie wahrscheinlich nicht hier, oder? Naja, fragen wir es trotzdem. S, T, U, C, du? Stuck, ach, sie steckt fest. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Stuck here. Ach so, sie steckt hier fest. Wenn du ein weißes Licht siehst, geh drauf zu, außer du steckst in diesen viel zu kleinen Tunnel, nur weil du immer das Double Big Mac Menü gegessen hast bei McDonald's. Das tut mir, das wäre super blöd. Wie steckst du fest oder bist du allein? Wie steckst du fest? Ich meine, der Tunnel kann ja nicht so klein sein, oder? T? Sie? Okay, there? Oh. Wissen, sie sperren mich ein. Ah nein, sie halten mich gefangen. Sie halten mich gefangen. Wer hält dich gefangen? Mein Gott, wer hält dich denn gefangen? Liebe Abigail. Liebe Arschkarl. Bad? Schlechte, hallo? Sag mal, hast du vielleicht gerade mein Glas kaputt gemacht, Abigail? Das war vielleicht mein Lieblingsglas. Das musst du mir jetzt ersetzen. Ich war jetzt vor kurzem bei Ikea hier diese wunderschöne Ananaslampe kaufen. Jetzt musst du mir leider auch ein Glas von Ikea ersetzen. Das ist unglaublich teuer. Nämlich 6 Stück kosten 2 Euro. Unglaublich teuer. Nein, hör auf, Geld vom Geist abzuzocken. Sind sie jetzt hier? Okay, will ich das wirklich fragen? Vielleicht nicht? Die Stimmung ist eigentlich ziemlich unheimlich. Ja! Ja, sie sind hier! Bist du in Gefahr? Was war das? Was war das? Nein, wirklich, was war das? Mein Gott. Die Geister haben es auf meine Ananaslampe abgesehen. Das ist vollkommen schrecklich. Das ist vollkommen schrecklich. Kann ich irgendwas dagegen machen? Habe ich ein Licht oder so? Oder ist es hier einfach Disco-Time wegen Geistern? Ich glaube, ich sehe es. Es ist einfach Disco-Time. Okay, cool. Machen wir weiter. Okay, immer erstmal höfliche Fragen, ob der Geist in Gefahr ist. Bist du in Gefahr? Nö. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass sie tot ist. Bin ich in Gefahr? Jetzt kommt bestimmt yes. In Gefahr? Ja, definitiv. Definitiv. Das ist ja super. Klasse. Dankeschön. Hallo? Mr. Stuhl? Was ist los mit Mr. Stuhl? Könnten Sie bitte den Stuhl hier stehen lassen und bitte machen Sie die Disco aus. Mein Gott, warum sind denn diese Geister immer im Doppelpack? Ich finde es hier gerade Geisterparty bei mir. Was sind sie? E? Tot. Dead. Die sind auch tot. Ja, ach, ist nicht wahr, oder? Oh, Demon. Ein Dämon. Nein, 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 nein. Warum ist jetzt das Licht aus? Hängen sie auch mit dir fest? Ich kann's nicht lesen. Okay, das muss Nein heißen. Nein. Kommen Sie mich holen? Hallo? Das möchte ich vielleicht nicht. Wo geht das Ding hin, der Zeiger? Leb wohl. Dankeschön, Arschgaul. Beziehungsweise Anusgaul. Ach du liebe Güte. Was jetzt? Können wir nicht einfach gehen? Also das... Ich höre irgendwas. Das hat super Spaß gemacht, hier jetzt Ouija Board zu spielen. Ich nehme mal das Kreuz hier. Hallo? Oh Gott, es ist nachtfinster. Mein Gott, ich kann Laserstrahlen mit meinem Christuskreuz schießen. Hallo? Christuskreuz? What the shit bist du denn? Die Kraft Jesu Christi besiegt dich! Die Kraft Jesu Christi besiegt dich! Hallo, die Kraft Jesus Christi besiegt dich! Du weißt schon, Christus und so weiter. Entschuldigen Sie, Herr Dämon, ich habe leider um 12 so einen Haarschneidetermin und so weiter. Hallo? Hallo, interessiert dich das Christen? Ah, doch, es interessiert dich. Christus Laserstrahl erschossen, so geht's jeden Dämon. So schaut's aus. Ouija.
Okay. Ja, liebe Kultisten, da sind wir wieder im Hauptmenü. Das war sogar ziemlich kurz, das Game. Ja, wie fand ich es? Vielleicht ein bisschen zu kurz fast. Und der Dämon war jetzt nicht so unheimlich, weil den konnten wir mit Christus Laserstrahlen sein Gesicht wegschmelzen. Ich liebe es, wenn Christus uns die Kraft der Laserstrahlen gibt. Es war relativ kurz. Ich finde es immer schade, weil ich glaube, aus diesen Ouija-Board-Games könnte man echt viel mehr machen, wenn es so eine längere Session ist und da immer mehr rauskommt und man vielleicht auch irgendwie Räume wechseln muss. Also das letzte Ouija-Board-Game, nämlich The Ouija-Board, war um einiges cooler. Aber ich fand es ganz nett, sind wir mal ehrlich, es ist ein kurzes atmosphärisches Horror-Game. Das hat es eigentlich schon ganz gut gemacht. Das hat mich auch ziemlich gerissen, als plötzlich das Glas weggeflogen ist. Aber da wäre, glaube ich, noch um einiges mehr Horror gegangen. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo. Oder hättet die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Schrecken. Und nicht vergessen, wenn Anus Gaul bei euch vorbeischaut, keine blöden Fragen stellen. Zum Beispiel: Schwitzen Kühe unter den schwarzen Flecken mehr als unter weißen Flecken? Nein, mobbt einfach nicht den Geist. Macht es gut, bis dann und ciao.